Das ist Radio mit K von Steffen und Felix. Radio mit K von Steffen und Felix. Hier, herzlich willkommen. Eine weitere Woche mit Steffen und Felix. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Na? Meinst du, wir sollen einen Remix von dem Intro mal machen? Wird es langsam ein bisschen... Nein, ich will das auch so wie bei Fest und Flauschig, dass die Leute das machen. Zuschicken. Warum macht ihr das nicht? Ich will auch coole die Intros von anderen Leuten. Die klingen immer so cool bei denen. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie toll die bei denen klingen. Ja, aber das ist, hat sich so wie heißt das, so Selbstläufer. So natürlich, ja. Ne? Das, die kriegen wahrscheinlich 1000 solche Versionen. Naja. Und das Original ist einfach, da traut sich keiner ran. Ja, so, genau. Man kann da nur scheitern. Das ist wie bei Karaoke irgendwie Adele zu singen. So, kannst du nur scheitern? Rolling in the deep. Ja, außer wir. Wir würden da nicht scheitern. Steffen, herrlich, dich wieder zu sehen. Ja. Wir haben heute eine kurze, knackige Sendung vorbereitet. Mit Hits, mit kleinen Anekdoten. Anekdoten. Ich habe eine Frage für einen Kumpel. Wirklich? Ja. Steffen, also, ja, ist wirklich eine Frage. Für einen, also, ja, aber diesmal wirklich. Wirklich, ja? Wirklich. Ja, also wie immer. Also eigentlich diesmal wirklich immer. Ich habe eine Style-Sichtung. Warst du im Modedschungel unterwegs? Ich war im Modedschungel unterwegs, Steffen. Okay. Absolut richtig. So, ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein in die Farbe, oder? In die was? In die Farbe. Ja, meine in die Paint. In Paint, okay. Ist dir klar, dass es hier in the Paint, was damit eigentlich gemeint ist? Getting hard in the Paint. Ja, getting hard in the Paint. Ja, das ist die Zone beim Basketball da vorne. Absolut richtig, Steffen. Absolut richtig. Das weiß ich aber nur, weil du das, glaube ich, schon mal mir erzählt hast. Ach so, ja. Weißt du eigentlich, was es sei? Erstmal habe ich noch Nein gesagt, aber diesmal hast du mich nicht nochmal gekriegt. Zack. Ja, sehr, sehr gut. Steffen, du bist ich bin ja auch schlau. Ja, guter Stichwort, Felix. Guter Stichwort. Guter Stichwort. Guter Bienenstich war das, den du letztes gebacken hast. Nein, ich meine, gutes Stichwort wirklich. Basketball, B-Ball, ich habe ja schon ein paar Sendungen vorher erzählt vom Kosmos, dieses Festival hier in Chemnitz, dieses kostenlose. Und da habe ich, warum auch immer, ich habe da erzählt, wie wir in der Straßenbahn aufgelegt haben, war ja auch alles cool und schön, aber ich habe eigentlich das mein Haupterlebnis vergessen zu erzählen, und zwar, dass ich Basketball gespielt habe, da auch, da war von unserer hiesigen Basketballmannschaft, die kennen Niners. Die haben da auch sich präsentiert auf dem Festival und haben quasi uns gefragt, ob, also wir haben uns angefragt, aber eigentlich wollten sie natürlich dich haben, auch als basketballaffinen Menschen, dass du da vielleicht ein paar Spielen mitmachst. Jetzt warst du aber leider nicht da. Wir haben das ja auch schon mal gemacht. Wir haben schon mal mit dem Basketball gespielt. Beim ersten Kosmos. Ja. Genau. Da hat Karl und ich mitgespielt. Und diesmal Karl kann auch eigentlich relativ gut spielen. Ja, auf jeden Fall. Hatte aber irgendwie auch keine Zeit. Ich muss sagen, ich war extrem beeindruckt, weil am Ende des Tages haben Till und du habt euch dahingestellt, habt euch Trikots angezogen und habt wirklich euch keine Blöße gegeben und habt gespielt. Ja, also ich war wirklich so, oh nein, ich mach's. Also und kann halt nicht spielen, aber ich habe es ihm gesagt, ich kann nicht spielen, Till geht schon so. Und ist egal, komm mal vorbei, ich bin spaßig. Und deine Fähigkeiten am Court ist ungefähr so, wie wenn ich mich quasi jetzt einfach mal aufs Skateboard stellen würde. Also wenn ich jetzt, wenn du sagen würdest, so, das war das Skaten, und ich würde sagen, gut, Steffen kann nicht, dann muss ich jetzt einspringen. Na, das Lustige war dann halt auch, die haben eingeladen, die Rostock, helf mir kurz. Rostock Seawolves, die aufgestiegen sind in die erste Bundesliga. Die haben sie eingeladen nach Chemnitz, und die sollten eigentlich auch prominent, sag ich jetzt mal, Unterstützung bekommen, und zwar von Martin Materia, der leider kurzfristig abgesagt hat. Der eigentlich auch hätte auftreten sollen. Stimmt, so schloss sich eigentlich der Kreis. Ja, und dann war ja nun mal ich und Till da, und dann ging es so an die Spiele. So, es gab so verschiedene Spiele zu absolvieren, so sagt man das beim Basketball. Ne? Und das ist quasi sehr basketballspezifisch. Dann musste leider Gottes, tat mir das sehr leid, dass ich vertrete für das Team Rostock einspringen musste. Warum auch? Weil die niemanden hatten. Naja, quasi. Nein, die wollten uns und Till vielleicht so ein bisschen aufteilen, damit nur jeweils einer, der damit nichts zu tun hat, vielleicht, damit es fair enough ist. Ja, okay. Hä? Zwei Amateure, sage ich mal. Jeder einen Klotz am Bein bekommen. Und ich musste dann, es tut mir so leid, bei meinem Team, die Rostocker, aber seitdem sind wir wirklich untrennlich ein Team. Ich grüße euch, meine Jungs da. Ballen. Und weiter und dann? Und dann gab es halt so gewisse Spiele, und die Spiele beinhalten natürlich immer irgendwie den Korb zu treffen, und ich habe es wirklich geschafft, außer bei dem ersten Spiel, wo du wirklich vor dem Korb stehst und immer
treffen musst, habe ich vielleicht zweimal ein Ding reingemacht. Aber zum Beispiel, dann musste jeder aus dem Team 5 Dreier werfen. Ich habe alle 5 natürlich versenkt. Till dagegen versenkt für die Niners. Wenn Steff sagt, versenkt. Ich meine, wie so ein Schiff. Weil ein anderes versenkt. Ich meine, umfahren, nicht umfahren. Versenkt wie so ein Schiff, also Tragödie, tragisch, nicht? Scheiße. Du bist schon bei den, mit den Vokabeln, bist du schon so weit weg davon. Ich habe mich total in diesen Basketballsprech jetzt hier ver... Naja, auf jeden Fall habe ich keinen einzigen Fünfer dann getroffen. Till wiederum, Dreier, verdammte Scheiße. Dreier von den 5 Versuchen, ey Mann, ey. Ah. Ja, okay, und weiter geht's. Und Till hat wirklich solide 2 von 5 Dreiern getroffen. Besser als unsere eigene Version Jonas Richter sogar. Das muss ist sagen. Gemein. Das ist gemein, das hättest ja. Du jetzt nicht mehr so betonen müssen. Ja, aber ich habe das auch gehört und ich muss sagen, dass Till da 2 Dreier schnickt, finde ich sehr bemerkenswert. Das ist echt, das ist nicht so leicht. War selber von sich. Und dann war am Ende nochmal ein richtiges Match so auf einen Korb. So. Und ich verstehe die Regeln nicht. Und dann war das auch so, stand dann so bei meinen Jungs von den Rostockern Seawolves. Ja. Und wollte eigentlich auch gar nicht eingewechselt werden. So macht man. Und dann hieß es, du gehst rein, du kannst nicht mal. Bin so ins Spielfeld gerannt und habe auch teilweise, weil manche nicht ordnen, also wusste ich nicht, wer es gehört eigentlich jetzt so richtig zu mir. Dann kam der Ball immer zu mir und war so scheiße, schnell wieder weg, das Ding. Und dann habe ich aber auch mal getrippelt, aber ich habe mich bestimmt auch mal vertrippelt, aber es war auch einfach. Ich denke, es soll alles regelkonform gewesen sein. Und dann wollte ich einen Korb machen, so hat alles gepasst. Das war ein richtig guter Pass von meinem, wie heißen die, Quarterback? Nee, von meinem, wie heißen die, Zubringer? Die Point Guard. Point Guard, von meinem Point Guard habe ich dann den Ball gepickt. Pick and Roll nennt sich das System, ja. Also, stimmt wirklich. Ja, stimmt. Und war wirklich, da hatte das Ding zum Einlochen werf und ich habe ja nicht mehr, ich habe nicht mehr das Brett getroffen, so das schön übers Brett hinten aus dem Spielfeld raus. So, das war mein Punkt, wo ich hätte scheinen können. Aber, ach, geil. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, stimmt, ich fand es wirklich toll, dass du einfach da schmerzlos gewesen bist und einfach gesagt hast, komm, da springe ich ein. Fand ich wirklich cool. Zu den Rostocker Seawolves muss man sagen, ich habe da wirklich eine ganz euphorische Nachricht bekommen, weil es ist jetzt quasi das dritte, ich weiß nicht, ob Jena ist eben nicht aufgestiegen. Die haben gegen Jena die Playoffs-Partie gehabt und die sind wirklich durch einen sensationellen letzten Dreierwurf sind die aufgestiegen. Also wirklich spannender geht's nicht. Und jetzt haben wir quasi noch eine andere Ostmannschaft als den MBC noch mit in der Bundesliga, was ganz geil ist. Und Martin hatte mir so eine ganz euphorische Sprachnachricht geschickt, wo die aufgestiegen sind und sind da sehr am Start da in Rostock. Deswegen freue ich mich auch für mein Team, dass sie da am Start sind. Dass wir es so weit geschafft haben und ich da einen Teil dazu beitragen konnte. Durch, denke ich, vielleicht auch. Ja. Steffen, der Kosmos war ja auch ein Fest, nicht nur des Sports, sondern auch der Musik. Ich würde sagen, wir spielen mal einen Song zwischendurch. Ich würde gerne einfach mal den neuen Song von Juju spielen. Warum denn nicht? Ja, da habe ich mich auch gefragt gerade. Ne? Ja. Warum denn nicht? Wer soll mich daran hindern? Leg mir doch Handschellen an. Verhaftet mich doch. Finde ich wieder, ist einfach wirklich stabil. Habe ich wieder getroffen beim Festival, wo ich gespielt habe, was wir in der letzten Sendung schon besprochen hatten, wo ich in der Schweiz war, beim St. Gallen Festival. Und da war der Song noch nicht veröffentlicht, aber ich habe ihn trotzdem schon live gespielt. Absolutes Brett, richtiger Rap-Banger. Mhm. Und ich finde, steht ihr auch noch besser als die letzten Sachen, die waren ja so ein bisschen das mit Raff Kamocha, das war so ein bisschen poppig. Mhm. Bisschen zu viel Raff Kamocha. ein bisschen wenig Juju. Und jetzt wieder sehr, sehr viel Juju. Gefällt mir besser noch. Also richtig, richtig toll. Ich bin richtig Fan. Ich muss richtig zusammenreißen, wenn ich Juju treffe, dass ich dann nicht so zu fennig bin. Ja, Autogramm-Foto. Ja, dann schmeißt du mal an den hier, Tune. Hier, FDI, fick dein Insta. Wow. Juju44. Bei uns unzensiert. Juju war das, hier bei Radio mit K. Steffen, du hast vorhin noch gesagt, du hast eine Frage für einen Kumpel. Genau, ich habe wirklich eine Frage für einen Kumpel. Und zwar, ich will auch den Kumpel nennen, das ist, du kennst ja auch unsere Kumpels von den Code-Borschi-Kollektiv. Ja. Die hatten jetzt auch, kann man jetzt keine Werbung mehr machen, es war ja schon so ein eigenes Festival gemacht und da, die hatten auf dem Festival auch eine Frage, ein Podium-Diskurs, eine Fragerunde, wo da ging es um eine Frage, die will ich jetzt hier gerne auch in den Raum werfen, weil ich die eigentlich ganz spannend finde, drüber nachzudenken. Und zwar haben sie die Frage gestellt, die Frage von Kumpel lautet,
Würdest du, Felix, lieber einmal gegen ein Orang-Utan kämpfen oder jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, gegen ein Huhn? Orang-Utan ist da aber jetzt nicht, ist jetzt noch kein Gorilla, oder? Also so kannst du mir kurz, war da ein Bild von dem Orang-Utan zu sehen? Also ja, schon ausgewachsener, männlicher, würde ich jetzt mal behaupten. Aber sag mal, also Orang-Utan ist doch nicht größer als 1,50 Meter oder sowas, oder? Orang-Utan, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber es klingt schon sehr mächtig und stark. Ja, okay. Jetzt habe ich Orang-Tutan. Ja, aber man weiß ja, worauf die Frage so ein bisschen hinausläuft. Quasi einmal gegen einen so richtig ganz doll. Obwohl, das sieht eigentlich ganz süß aus. Also wenn ja, das eben, so ein Baby, das natürlich die Frage tut natürlich noch viele weitere Fragen eigentlich erst aufmachen. Ne? Kämpft man immer bis auf den Tod? Ja, das ist eine Frage zum Beispiel. Aber das also weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, das wäre eine Frage. Kämpft muss man, was heißt kämpfen? Also wann ist der Kampf zu Ende, wenn das jemand aufgibt oder jemand tot ist? Oder kann man... Weil ich muss sagen, ich wüsste nicht, ob ich das drauf hätte, rein physisch einen Orang-Utan zu töten. Ja. Also, weißt du, ich glaube nicht, psychisch dass man das meinst du jetzt auch. So, das ist schwer, eine harte Nummer. Aber vielleicht reicht ja auch einsperren. So, wenn du jetzt zum Beispiel das Huhn, das kannst du ja auch, wenn es dich attackiert, beim nach Hause reinkommen. Ja. Beim zweiten, dritten Mal rechnest du ja auch damit und hast, bist vielleicht schon drin. Dann packst du es vielleicht einfach im Hals und tust es in einen Käfig oder so. Aber dann hast du ja jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, dann sammeln sich ja auch die Hühner in so einem Käfig. Ja. Also du kannst sie sammeln und dann fährst du sie irgendwie auf so einem Bauernhof oder man sowas. Aber auch umständlich halt. Man könnte dich schon irgendwie relativ einfach, also man würde jetzt auch nicht ja sagen, oh, das ist voll krass schlimm, jeden Tag mal den Müll wegzubringen sozusagen. Also weißt du, also muss halt jedes Mal so kurz so einmal so runterbringen und dann auf den Vorgarten werfen, so ein Huhn. Das nervt schon, aber es ist jetzt nicht, ich glaube so ein Orang-Utan, Alter. Das ist so richtig, weißt du, was ich glaube? Das kann richtig brutal sein, also das wäre ein richtiger Kampf halt. Ja, und du hast dann, wenn du so einen Orang-Utan umbringst, ne, das ist so richtig wie, ganz ich glaube, das ist sowas, das ist sowieso gecancelt, sofort, aber du bist auch so, ich glaube, sowas macht auch was mit einem. Das ist dann wie so ein Menschen, weißt du, sowas, du kriegst dann Albträume davon, du hast dann, das verändert dich auch so als Mensch, das ist so... Ich habe Dinge gesehen, ja, so wie wenn wir Vietnam-Veteranen erzählen, ich habe Dinge im Dschungel gesehen. Die habe ich zum einen anderen Menschen gemacht. Ja, genau. Weißt du, deswegen, ich würde auf jeden Fall lieber, ich denke, das wird dann auch zu so einer täglichen Routine, weißt du, wie wenn du neben der Kirche wohnst und dann irgendwann das Glockengeläut gar nicht mehr hörst. Mhm. Weißt du, du gehst halt, machst immer die Tür auf, zack, flattert das Hühnchen, dann nimmst du es runter, dann bringst du es runter in den Garten, ciao, bis morgen. Also, okay. Ich würde mich auf jeden Fall für das Huhn entscheiden. Ich glaube auch. Ich würde es halt immer einfangen und dann vielleicht ein paar sammeln, dass ich nicht jeden Tag fahren muss, aber dann halt immer auf dem Bauernhof und hier habt ihr ein Huhn. Ja, ab und zu mal vielleicht eine Suppe. Suppe oder so. Machen oder so. Ein Ei springt dann vielleicht auch noch mal raus beim Kampf. Ja, ja gut, ja. Haben wir die Frage geklärt. Okay, geklärt. Ich reiche das gerne weiter an das Kotboschi-Kollektiv. Vielleicht konnten wir denen hier an dieser Stelle weiterhelfen. Stem, ich wollte jetzt, bevor wir uns schon wieder verabschieden, ne, bevor das jetzt ist schon schnell so zu weit. Ende geht, nee, pass mal auf, ich habe noch eine, diese Style-Sache, die ich vorhin angekündigt habe. Stimmt, ja bitte. Es ist eine Frage, ob dir das auch auffällt. Ich habe seit mehreren Monaten, verstärken sich die Anzeichen dafür, dass etwas, ein Style wiederkommt, den ich wirklich für ausgestorben hielt, den ich speziell bei uns für ausgestorben hielt. Und zwar ist es der Style des guten alten Gammelpunkers. Mhm. Das ist jetzt wirklich, mehr. Also so richtig, kurze Definition, wirklich Nieten, viele Nieten, eine Weste mit Patches, ein gestylter Iro, also wirklich mit hier Gel nach oben gemacht. Grün zum Beispiel. Grün dann auch. Zum Beispiel. Hund oder Ratte. Ratte, ja. Und halt einfach gut gelaunt, chillen. Und Krätze und, natürlich. Und Money. Ja. Nee, Krätze? Punker haben also. Nee, die haben ein Haus hier, was Krätze heißt. Ach, sag. Sowas vielleicht, aber nicht, die haben nicht wirklich Krätze. Das sind ja Punker hier in Germany, die sind ja trotzdem noch reiche Eltern, gegen die gerade rebellieren. Die meisten, die heute so rumlaufen in deinem Stil, die kommen ja aus München meistens. Ja, genau, ich meine das ja als Style sozusagen. Weißt du, das ist ja so, ich sehe das so, das ist quasi einfach so dieses, das ist wie so ein Street-Style. Der meinst du, wo hast du das gesehen, frage ich. In Chemnitz. In Chemnitz. Mehrmals, ja, aber da kannst du auch davon ausgehen vielleicht, dass es wirklich authentischer. Genau, weil ich dachte erst so, okay, dieses Sylt-Ding, ne, dass so Punker nach Sylt fahren. Da, als bei diesen ersten Meldungen, da dachte ich auch schon so, hey, es gibt doch überhaupt keine Punker mehr. Was sind wir Punker? Und dann siehst du da wirklich so einen richtigen Bilderbuch-Punks auf Sylt, die da irgendwie so den kompletten Punk-Lifestyle mit den
Na, so wie halt aus meiner Kindheit die Punks halt aussahen und dann waren die irgendwie gefühlt 20 Jahre lang weg und jetzt kommen die wieder zurück. Auch bei uns hier an der zentralen Stelle, das war früher auch schon mal gut gern gesehener Spot. Ja. Aber meinst du, das wird adaptiert, könnte jetzt adaptiert werden von der Modeindustrie? Ich frage mich eher, worauf sich das quasi, also ob das quasi immer da war und jetzt nur ich wieder raffe oder ob das wirklich sowas ist, was jetzt als im Zuge quasi, weißt du, es kommen ja quasi, wenn so Wellen kommen, die 90er zurückkommen, dann kommt jetzt quasi ja auch das 90er-Revival des 70er-Punk-Dings wieder zurück sozusagen. Also so meine Kindheit, Punker, kommt jetzt quasi wieder zurück. Es ist, weiß ich, ich habe so das Gefühl, ich bin so in so einem Perpetuum mobile der Street Styles. Und jetzt, ja, aber meistens kommt immer noch was Neues hinzu, wo es dann vielleicht kombiniert wird. Auch. Ja, vielleicht die Bluetooth-Box, auf der jetzt dann. Eine Pisse läuft, so, die natürlich auch wieder das mitbringt, diesen Flavor. Ja, stimmt, genau. Die Punk-Bands von heute gehen auf TikTok viral. Ja. Das ist vielleicht so dieser neue Twist, der da so drinsteckt. Aber ja, fand ich irgendwie geil. Hab ich mich irgendwie gefreut. Also auch wenn es natürlich in der Stadt wie Chemnitz auch so ein. Das hat natürlich auch was Politisches. Aber ich meine, ich dachte, du meinst es so, dass es so wirklich wo wir ja auch immer stets hingehen, in Berlin jetzt in der, hier, wie heißt das? Fashion Week. Dass es da irgendwie aufgegriffen wird. Das meintest du? Das ist ja langweilig. Ich meine wirklich, Punk ist man nicht, Punk lebt man. Ja. Atzen und Atzen. Weißt du? Ja. Vielleicht war das missverständlich mit dem Street-Style sozusagen. Ich meine schon eher. Das ist ein Style, der auf der Street gerockt wird, aber halt so als Lebenseinstellung schon eher. Ja, weiß ich nicht. Ich hab die aber auch schon gesehen, aber Punk finde ich. Punk's not dead, will ich einfach damit sagen. Weißt du, ich will einfach so, vielleicht ist das jetzt meine ganze Ausführung so ein bisschen, kommt ein bisschen so boomermäßig rüber. Das sollte jetzt nicht herablassend rüberkommen. Ich meine, ich freue mich darüber und es ist nur eine Beobachtung, weil die halt so in meiner Kindheit war das so ein sehr prägendes Bild. So. Es gab halt Skinheads und es gab halt aber auch Punker. Es gab sowieso das Yin und Yang des Straßenbilds der End-90er Jahre in Chemnitz war halt so, klar Faschos, aber halt auch Punks, so richtig. Und dann waren die auf einmal weg. Und jetzt zurück. Und die Rapper gab es dann natürlich auch ganz viel. Ja, viel später. Ja, wann ging Splash los? 99 oder sowas. Ja, aber das kam man diese deutlich. Riesen XXL-Dinger, okay, das waren dann Nullerjahre. Das waren ja auf jeden Fall die Nullerjahre, ja. Also die ganze Dipset-Phase und so, das war ja irgendwie 2003 ging das los bis 2007, 2008 oder so. Ja, ich bin ja auch mit viel Punk erzogen worden, groß geworden, musikalisch früh erzogen mit Punk. Und für mich ich habe das aber nie so durchgezogen, richtig mit dem Look. So, ich habe die Musik halt viel gehört, habe auch viele, also das politisch dahinter steht, auch aufgegriffen und so übernommen. Aber die Klamotten leider nicht, das war mir dann doch immer ein bisschen... Ja, aber irgendwie schade, vielleicht bin ich dann einfach zu prüde gewesen, das auch noch mitzunehmen. So den Iro und die zerrissenen Hosen. Aber musikalisch war ich da auf jeden Fall immer mit dabei. Ja, ich fand irgendwie als Subkultur irgendwie ganz, wirkte immer sehr sympathisch. Einfach chillen, Bier trinken. Ja, mir war das aber, das war dann damals auch schon so ein bisschen mehr mir zu, einfach zu, so zu kultig, zu Retro-Perspektiv. Also sich dann so anzuziehen wie die in den 80ern, so da. Muss man nicht, finde ich, als Punk, also der moderne Punk, weiß nicht. Also wenn man jetzt der heutige Punk, der wäre ja eigentlich gegen den jetzigen Punk, nachdem er von verschiedenen Künstlern und sowas von kommerzialisiert wurde, müsste eigentlich anders aussehen. Der heutige Punk ist, was ist das, vielleicht eher so ein Techno-Raver, was vielleicht auch optisch auch nah rankommen könnte. Aber vielleicht würde der Punk von heute eher so Funktionsjacke tragen und einfach so dieses Normcore, was irgendwann mal aufkam. Das erinnerte mich da so ein bisschen daran. Ja, Steffen, ey, bevor jetzt hier die alten Recken sich jetzt hier versteigen in der Jugendkultur, bevor wir hier versuchen, aufhetzen, die Punk. Denkst du, viele Punker hören Radio mit K? Nee, ich glaube, die haben kein Spotify. Premium. schon wieder das Wort. Nee, ich glaube nicht. Nee, wir haben leider nicht, oder vielleicht doch. Schreibt uns, seid ihr Punk und Radio mit K? Wir lieben euch! Ich, alter Punk, ich hatte Geburtstag, ja, vor kurzem. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, der Punker-Lifestyle, ne, es ist nicht mehr so viel Lametta wie früher. Meine Geburtstagsparty war von mir selber ausgecallt, als einfach, komm Leute, wir machen einfach einen Kneipenabend. Ja. Einfach, komm, wir trinken and drink. Und dann war eine ganz interessante Dynamik, die da so passierte, weil in meinem Freundeskreis ist so mittlerweile, da gibt es jetzt auch Berufstätige. Ne?
Und im weitesten Sinne sozusagen sind wir ja auch berufstätig. Wir hatten auf jeden Fall am nächsten Tag auch Sachen zu tun. Aber selbstständig. Das heißt, wir können es ein bisschen... ein bisschen flexibler. Aber ich weiß noch, dass ich auch gesagt habe, mir passt es eigentlich auch ganz gut, wenn wir heute nicht ganz so durch den Tisch treten. Ich muss morgen früh raus. Und dann ist so an diesem Tisch so eine Dynamik entstanden, dass quasi die Lehrerinnen und Lehrer aus meinem Freundeskreis, die Pädagogen und Pädagoginnen, die hatten dann gesagt so, also ich würde mal sagen, wir gehen mit aus, weil es stand quasi so eine Party im Raum, aber die hatten wir alle schon abgewählt, weil ist nicht so, weil morgen früh raus und so. Ja. Und dann hatten die das aber quasi ausgekotzt und dann merkte man so, wie quasi es ist die neue Dynamik ist, dass du die am frühesten raus müssen am nächsten Tag, die dürfen entscheiden. Weil wenn die sagen, die kommen mit, dann steht quasi keinerlei Ausredengrundlage für die anderen mehr zur Verfügung. Ja. Weil wenn jemand sagt, der am nächsten Tag um 6 Uhr aufstehen muss, okay, komm, ich bis 1:30 komme ich mit, dann sind alle so, na, okay, dann gehen wir jetzt halt alle hin. Und dann sind wir wirklich dann noch mit, das war wiederum auch sehr praktisch am Erwachsensein mittlerweile und an so diesen, am nächsten Tag, dass dann, es gab da natürlich wundersamerweise dann auch so 3 Fahrer. Weißt du, es gab dann so 3 Leute, die so, ja klar, ich fahre auch schon wieder zurück. Ich trinke nichts heute, ja easy. Das war auch anders. Fürs Team geopfert. Ja. Und dann sind wir nämlich alle zu dir, zu der Party noch hingegangen und Stefan aufgelegt. Da haben wir uns sehr gefreut, weil ich musste ja quasi auch arbeiten zu deinem Kneipengeburtstag. Es war auch ein bisschen schade. Ich war früh da, um noch viel da zu sein bei deinem Kneipen. Aber da musste ich ja leider weg und da habe ich mich sehr gefreut, dass ihr dann doch noch alle gekommen seid. Pünktlich zum Reinfeiern. Wir haben deinem DJ-Pult reingefeiert. Ja, und wir haben gespielt für dich, ich weiß nicht mehr. Bruno Mars. Sing, I wanna marry you. Sing, I wanna. Ja. Ach, herrlich, Leute. Okay, das war ein schöner Abend. Mit dieser kleinen Geschichte lassen wir euch jetzt hier mal in die Ferien, in Sommerferien raus. Aber ihr wart dann, habt ihr das auch wahr gemacht, weil normalerweise ist es oft so, ey, wir machen aber nur bis 1:30. So, Ja. Und dann wart ihr wirklich, aber um 2 waren alle weg und wir waren fertig irgendwie um 2. Es gab auch einen Lehrer, der das nicht geschafft hat. Und der so, es reichten dann so, der kam natürlich 20 Minuten nach uns. Aber in den 20 Minuten ist halt so, wie der gestagedived ist und irgendwie noch 5 Schnäpse getrunken hat. Und der hat tatsächlich am nächsten Tag auch verschlafen. Ist ihm noch nie passiert. Und dann wurde rausgehupt von dem anderen, der glücklicherweise gesagt hat, der wusste, dass der aufstehen muss. Und dann ist er ohne Zähne zu putzen ins Auto gesprungen, zu in die Schule gefahren und hat unterrichtet. Nein, Freundeskreis ist cool und verantwortungsbewusst. Wir haben es noch gepostet, wie der Crowdsurf hat er dann nur geschrieben, ja, ich mache einen Repost, aber nur für enge Freunde, dass meine Kollegen nicht sehen. Ja, schöne Grüße. War ein schöner Abend. Gut. Steffen, dann, wir hören uns nächste Woche. Ich darf einen Song noch spielen, oder? Ach so, hast du einen gespielt? Juju. Ja, stimmt. Dann spiele ich einen. Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Ich entscheide mich keine Qual der Wahl. Die hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Kennst du Sophie Royer? Oder Royer? Nee. Das ist eine Künstlerin, die schon viel in der Welt unterwegs war und derzeit wohnhaft in Wien kommt. Auch irgendwie Multitalent, spielt noch irgendwie Geige im Orchester und alles und macht aber auch sehr schöne Musik. Habe ich jetzt erst entdeckt, bin dann auf Instagram geguckt und dann, wenn man dann schon sieht, irgendwie 30 gemeinsame Follower, dann denke ich, okay, da habe ich wohl late to the party mäßig, aber lieber spät als nie. Unser Motto hier bei Radio mit K, wenn ihr euch immer fragt, wo bleibt die Playlist? Ja, sorry. Dauern manchmal. Dafür machen wir es selbst. Ja, ne? Dafür machen wir es selbst. Und ja, jetzt hier für euch zum Abschied Sophie Royer mit Baker Miller Pink. Lasst es euch gut gehen. Seid Punk, seid mehr Punk. Ja, oder? Ja, genau, Punk. Punk ist man nicht, Punk lebt man. So. Auch mal nicht die Zähne putzen. Ciao, Leute. Macht's gut, Leute. Ciao.